Wer Dex bei Steam Early Access entdeckt, lernt anhand der Beschreibung, dass es sich dabei um ein 2D-Sidescrolling-Open-World-Cyberpunk-RPG handelt. Und wer Dex daraufhin kauft und das erste Mal spielt, der lernt wiederum, dass Dex das eigentlich alles erst werden möchte. Was es bereits ist, ist eine Demo, aber eben eine für 15 Euro. Was bisher im Spiel steckt, beschäftigt einen vielleicht 2 Stunden und wenn man erstmal am Ende der kleinen Questreihe angelangt ist, gibt es auch nichts mehr, was man noch tun könnte. Denn die Open World war offensichtlich bisher nicht lieferbar und so stehen im Moment nur 8 Gebiete zum Erkunden und für Quests zur Verfügung. Das klingt jetzt alles fürchterlich negativ. Versteht mich nicht falsch, das, was bereits im Spiel ist, ist super. Die handgezeichneten Hintergründe, die Musik und die Soundeffekte sind extrem stimmungsvoll. Und für jemanden wie mich, der eigentlich seit Neocron und System Shock 2 auf ein gutes, stimmungsvolles Cyberpunk-Spiel mit genug Tiefgang wartet, waren die Screenshots und die Trailer einfach zu verlockend, um Nein sagen zu können. Und in diesem Bereich liefert Dex bereits jetzt alles ab, was man sich wünschen kann. Das eigentliche Gameplay ist solide, abgesehen von Bugs und Fehlern in den Quests und dass mir bis vor dem letzten Patch bei einem Gebietsübergang gerne mal meine ganze Ausrüstung verloren gehen konnte. Dafür ist es nun meine Alpha, damit kann und muss ich leben bei Early Access Spielen. Die Steuerung mit Maus und Tastatur ist nicht eben präzise, aber funktioniert und lässt mich auch die ein oder andere auftauchende Plattformsequenz überstehen. Was viel Spaß und Motivation bringt, ist die Charakterentwicklung, auch wenn ich mir keinen eigenen erstellen kann, sondern immer mit der gleichen blauhaarigen Dame spielen muss. Bei Levelaufstiegen kann ich Skillpunkte in meine Fertigkeiten verteilen und außerdem mit Implantaten ein paar sehr nützliche Kräfte freischalten. Diese Form der Entwicklung ist gut und zieht einen mit, aber kaum ist man richtig drin im Spiel, ist es auch schon wieder vorbei und das Spiel lässt einen dastehen wie ein Meth-Junkie auf kaltem Entzug. Also, lohnt sich Dex? Wenn ihr wie ich dem hier gezeigten nicht widerstehen könnt und wenigstens diese 2 Stunden als schnelle Cyberpunk-Dosis braucht, dann los. Alle anderen sollten sich überlegen, ob 15 Euro für eine Demo, die mich 2 Stunden beschäftigt, nicht einfach ein bisschen heftig sind, gerade wenn man vergleicht, was andere Early Access Titel für ähnliches Geld anbieten. Für mich ist Dex eher ein Versprechen auf die Zukunft. Ich hab's gekauft, mochte die 2 Stunden und werde vielleicht in einem halben Jahr nochmal nachschauen, was so passiert ist und dann hoffentlich ein bisschen mehr Zeit in der Welt verbringen.